Liebe Ulla Heinen, lieber Jürgen Rüttgers, liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es war zwar in den letzten Wochen durchaus ja Gelegenheit für mich, mich vorzustellen, aber die Abstimmung auf dem Landesparteitag ist kein Automatismus, sondern die Wahl findet heute statt. Und darum bedanke ich mich für die Gelegenheit, heute auch noch mal ein paar Sätze, ein paar politische Bemerkungen, eine politische Vorstellung machen zu dürfen. Ich glaube, dass die vergangenen Wochen, Monate, dieser Wettbewerb unserer Partei, unserer CDU Nordrhein-Westfalen, in einer positiven Weise verändert haben. Es war eben überhaupt nicht selbstverständlich, dass nach dem bitteren Ereignis des 9. Mai, nach nur 5 Jahren in der Regierung, wir nicht in Depression verfallen und sagen, jetzt haben wir das wieder verloren, sondern dass Tausende von Mitgliedern zu den Regionalkonferenzen gekommen sind, dass darüber hinaus in Kreisverbänden, in den Vereinigungen Veranstaltungen durchgeführt worden sind. Da war keine Bitterkeit, da war Engagement, da war gute Stimmung. Und am Ende haben eben über 80.000, 83.000 Mitglieder mitgemacht. Und das stelle ich an den Anfang auch meiner Bewerbung und meiner Vorstellungsrede hier. Ich bin davon überzeugt, unsere Mitglieder haben diese Veränderung bewirkt. Es gibt kein besseres Startkapital für einen neuen Landesvorstand. Es gibt keine glaubwürdigere Stärke als die, die die Mitglieder durch ihr Engagement uns verliehen haben. Und darum herzlichen Dank an die Mitglieder, die das gemacht haben, meine lieben Freundinnen und Freunde. Alles nicht selbstverständlich, sondern ein großes Kapital. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Pflicht stehen, das einzusetzen, dieses Kapital zu mehren, damit klug umzugehen. Ich bin davon überzeugt, dass das, was dort stattgefunden hat an Beteiligung, an Engagement, nicht jetzt untergegangen ist in dem Ergebnis, sondern dass wir es tragen müssen in unsere Arbeit. Und der Erste, der das gemacht hat, das, was an Engagement und Fairness geherrscht hat, in die nächste Wahlperiode, Amtsperiode des Landesvorstandes zu tragen, war Armin Laschet, indem er nämlich meiner Bitte als stellvertretender Landesvorsitzender sich zur Verfügung zu stellen, ohne Zögern sofort nachgekommen ist. Es muss noch gewählt werden, aber ich danke dir dafür, Armin, dass du diese Bereitschaft aufgebracht hast. Auch überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch die erste und sofortige Einlassung von Karl-Josef Laumann, der ausgedrückt hat, dass das, was die Mitglieder gezeigt haben, dass sie eine kampfbereite Union wollen, dass sie eine geschlossene nordrhein-westfälische CDU wollen. Auch dafür bin ich dankbar. Lieber Karl-Josef, wir werden menschlich, politisch auf das Engste und auf das Beste zusammenarbeiten. Das wollen wir, das schulden wir dieser Partei und das hat auch diese Regierung verdient, diese rot-grüne Regierung, dass wir geschlossen gegen sie arbeiten und kämpfen und uns gegen sie einsetzen. Herzlichen Dank auch dafür. Wie gehen wir jetzt mit diesem Kapital um? Wie will der neue Landesvorsitzende mit diesem Kapital umgehen? Ich glaube, dass wir es investieren müssen, dass wir es klug investieren müssen. Und wir würden es falsch investieren, wenn wir jetzt sagen würden, jetzt haben wir ja eine tolle Situation erreicht, viele Tausende, Zehntausende haben mitgemacht, jetzt brauchen wir erst einmal eine Phase der Ruhe. Jetzt dürfen wir aber nicht in Streit geraten. Jetzt dürfen keine Divergenzen aufkommen, sondern jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht. Nein, liebe Freunde, ich sage Ihnen, ich bin vom glatten Gegenteil überzeugt. Nicht Ruhe ist unsere Pflicht jetzt, sondern wir müssen das, was wir gezeigt haben, das Wettbewerb, das Ringen um Positionen, das Diskussion und Teamgeist zusammengehören, das müssen wir jetzt auf die Sachpolitik übertragen. Dann werden wir richtig stark, meine Damen und Herren. Das ist das, was wir jetzt tun müssen. Wir brauchen Diskussion in unserer CDU. Und wir müssen zeigen, dass das zusammengeht. Wir sind diskussionsfähig. Wir wollen um die Sache ringen und gerade das macht uns stark. Und die Angst vor Diskussion, das ist eigentlich der Keim von Schwäche und das werden wir nicht zulassen. Wir dürfen es auch nicht zulassen, weil Jürgen Rüttgers hat das gesagt, Angela Merkel auch und ich stimme dem zu.
Ich glaube, wir haben und leben in einer Phase einer wirklichen Veränderung, Veränderungsmöglichkeiten unserer Parteienlandschaft. Das hat sich sehr, sehr grundlegend geändert. Die SPD und das Ringen der beiden Volksparteien miteinander hat Jahrzehnte die politische Landschaft geprägt. Die SPD ist vielleicht keine Volkspartei mehr. Eine 23%-Partei bei einer Bundestagswahl ist wahrscheinlich keine Volkspartei mehr. Sie hat noch Traditionswähler, Reste, die immer weniger werden, aber sie hat keine lebendige Verwurzelung mehr in der Mitte der Gesellschaft. Kein Hurra hören Sie bei mir, keine Häme, sondern Ausdruck der Veränderung von Parteienlandschaft, von politischer Landschaft in Deutschland. Dass ein Projekt wie Stuttgart 21 stattfindet, ist für mich ein Phänomen. Über Jahre diskutiert, alle Verfahren abgeschlossen. Ich bin davon überzeugt, in Stuttgart 21 geht es schon lange nicht mehr um einen Bahnhof. Es geht um sehr, sehr viel mehr. Es geht um die Akzeptanz von Entscheidungen. Es geht um Verhinderung von getroffenen Entscheidungen, legitimen Entscheidungen. Aber es geht eben auch darum, dass unsere Verfahren, so wie sie wir durchführen, nicht mehr in der Lage sind, allein gesellschaftlichen Frieden zu stiften. Manche sagen, das sind alles Zeichen dafür, dass die Parteien ausgedient haben und jetzt spontane Gruppierungen und die Medien neue Formen von Politik bringen. Ich nutze diesen Parteitag, unseren Parteitag, um genau die gegenteilige These zu vertreten. Ich bin davon überzeugt, dass die Parteien in unserem Land unersetzbar sind, meine Damen und Herren. Ohne die Parteien kann das nicht funktionieren. Wir brauchen lebendige Parteien. Aber weil das so ist, haben wir keine Existenzgarantie. Auch wir als CDU haben deshalb noch nicht die Existenzgarantie, Volkspartei zu bleiben. Deshalb haben wir schon gar keinen Grund zur Überheblichkeit. Aber wir haben eine verdammte Verantwortung für dieses Land. Und dieser Verantwortung werden wir nicht gerecht dadurch, dass wir inszenieren, dadurch, dass wir nur nach außen gerichtet agieren, sondern wir müssen Orte von Politik sein in diesem Land. Wir müssen Orte von Diskussion, von Ringen sein. Dann werden wir glaubwürdig und dann werden wir auch weiter bestehen als Volkspartei, als lebendige Volkspartei, in der um die Zukunft dieses Landes gerungen wird. So stelle ich mir unseren Landesverband vor. Und ich bin ganz davon überzeugt, ob uns das gelingt, das liegt allein an uns. Da hindert uns keine SPD dran, die mit sich selber ringt. Oder die Grünen, die jetzt ein demoskopisches Konjunkturhoch haben. Welchen Beitrag haben Sie denn geleistet? Welche neuen Personen schlagen Sie vor? Machen Sie irgendwo einen Problemlösungsvorschlag? Ist irgendwo eine Perspektive vorhanden? Wird bei den Grünen eigentlich überhaupt über irgendetwas diskutiert? Oder ist es eigentlich eine still dahin vegetierende Partei, die sich des demoskopischen Hochs erfreut? Ich sage nur, Hochmut kommt vor dem Fall, liebe Freunde. Wenn ihr nicht weiter diskutiert, wenn ihr nichts macht, dann seid ihr bald verloren. Darum, wir brauchen keine Angst vor den Gegnern zu haben. Wir haben keine Angst vor Gegnern, sondern unser Schicksal liegt in unseren Händen. Ich bin davon überzeugt, es gibt eine Alternative mit einer klaren Position, die wir vertreten müssen. Wenden wir uns der Zukunft zu, praktizieren wir Zukunftsverantwortung, stellen wir uns den Problemen in allen Bereichen der Integration, der Demografie, des Sozialstaates, der europäischen Integration, der Energieversorgung, lauter Zukunftsfragen, die heute anstehen, oder ducken wir uns machttaktisch weg. Und das verbindet Rot und Grün. Sie ducken sich vor den Themen weg, wir stellen uns den Themen und dadurch werden wir glaubwürdig und stark, liebe Freundinnen und Freunde. So werden wir es machen. Und diese Alternative, die müssen wir jetzt auch darstellen, dass die sich wegducken und dass wir uns stellen in Verantwortung gegenüber den Problemen und den Menschen. Wir können es durchdeklinieren an vielen Fällen, ich will nur ein, zwei oder drei nennen. Ein Beispiel ist der Sozialstaat, ist die Generationengerechtigkeit, meine Damen und Herren. Wir wissen doch alle, dass wenn wir heute nicht handeln, das Rentenversprechen für die nächste Generation
auf tönernen Füßen steht und eine Täuschung und ein Betrug an der nächsten Generation ist. Es ist doch die Verantwortung gegenüber der nächsten Generation, der Verlässlichkeit des Rentensystems, dass wir die Rente mit 67 für meine Generation, nicht für die heute ältere Generation, eingeführt haben. Die demografische Entwicklung kennt auch Herr Gabriel und die gesamte SPD. Warum stehlen Sie sich denn aus einem ehemals gemeinsamen Projekt heraus? Aus Verantwortung für unser Land, aus Verantwortung für die nächste Generation. Nein, aus taktischem, aus kleinem taktischen Denken. Sie sagen, Parteitaktik ist wichtiger als Verantwortung. Wir sagen es genau andersherum und das werden wir Ihnen um die Ohren hauen, dass wir eine andere Position haben. Oder nehmen wir die Energiepolitik. Bin ich gerne bereit. Erstens sage ich, wir haben diesen Verfassungsstaat mitentwickelt. Wir sind hier in Bonn. Das Bonner Grundgesetz trägt auch die Handschrift der christlichen Demokraten. Und darum ist das Recht zu demonstrieren ein Recht, das keiner bestreitet, ein demokratisches Grundrecht. Aber es gibt kein demokratisches Grundrecht auf Gewalt und gewaltsame Demonstration. Auch so viel muss klar sein. Und darum drücke ich heute von dieser Stelle, und ich glaube, ich spreche im Namen dieses Parteitages, unsere Solidarität aus den Polizistinnen und Polizisten, Tausende sind es, auch aus Nordrhein-Westfalen, die gewährleisten, dass es das Recht auf Demonstration, gewaltfreie Demonstration in unserem Land gibt. Die setzen sich ein und darum Solidarität mit den Polizistinnen und Polizisten des Bundes, der Länder, auch aus Nordrhein-Westfalen, die unseren Rechtsstaat sichern und verteidigen. 17.000 von dieser Stelle aus. Jeder darf demonstrieren. Aber es darf natürlich auch mal gefragt werden, wogegen demonstrieren die eigentlich? Wogegen oder wofür demonstrieren sie eigentlich? Was ist denn die Alternative? Denn auch die rot-grüne Bundesregierung hat doch beschlossen, Kernenergie noch weiter zu nutzen, über 20 Jahre. Das ist doch genehmigt worden von Trittin, dass Castortransporte stattfinden. Von Gabriel ist es doch genehmigt worden. Wir haben doch den Strom genutzt aus diesen Kernkraftwerken. Wir alle in diesem Land. Soll das denn jetzt heißen, dass wir den Müll da liegen lassen, dass wir in der nächsten Generation unbehandelt, ungesichert vor die Füße schütten, meine Damen und Herren? Das ist doch eine reine Verantwortungslosigkeit. Unter dem Gesichtspunkt von Verantwortung gibt es doch gar keine vernünftige Alternative dazu, als dass wir die Abfälle von Stromproduktion, die uns genutzt haben, auch sicherstellen und sicher lagern. Es gibt keine vernünftige Alternative zu solchen Zwischenlagern, die jetzt stattfinden. Und darum ist es eine verantwortungslose Position, dagegen zu demonstrieren. Was ist die Alternative? Den Nutzen zu haben, aber die Abfälle darum sich nicht zu kümmern, geht doch nicht. Und Gabriel und Trittin, der jetzt zu Demonstrationen und Protesten aufruft. Er ruft zu Protesten gegen seine eigene Politik aus. Er selber, auch in seiner Amtszeit, haben diese Transporte stattgefunden, weil sie sachlich völlig alternativlos sind. Wenn man etwas nutzt und Abfall produziert, dann muss man ihn auch anständig entsorgen. Er demonstriert und protestiert gegen sich selber, aber das verwundert uns natürlich überhaupt nicht, weil es typisch ist für die Energiepolitik von Rot und Grün. Das haben sie uns ja vorgemacht mit ihrem Ausstieg. Meine Damen und Herren, mit einem Ausstieg kann man ein Industrieland nicht mit Energie versorgen. Sie haben zwar das Ideologieprojekt Ausstieg vollzogen, übrigens in einem Vertrag mit der Energiewirtschaft vollzogen, aber Sie haben es versäumt einzusteigen, so wie das Angela Merkel heute gesagt hat. Wenn man aussteigt, muss man auch einsteigen. Denn eins ist klar, wir sind Industrieland, wir wollen Industrieland bleiben und ein Industrieland ohne Energieversorgung ist nicht vorstellbar. Und darum sind wir diejenigen, die einsteigen in eine langfristige Energieversorgung. Die anderen sind die Aussteiger, meine Damen und Herren. Auch das ist eine gute Alternative. Wir sind diejenigen, die Sicherheit nicht verhandeln. Sicherheit von Kernkraftwerken ist nicht verhandelbar. Herr Trittin hat das glatte Gegenteil gesagt. Als Preis für den Ausstieg in über 20 Jahren hat er schriftlich der Kernenergiewirtschaft im Ausstiegsvertrag zugesichert. Also den Unternehmen, die er zu beaufsichtigen hatte, dass es gar keine veränderten Sicherheitsauflagen geben wird für Kernkraftwerke. Im Vertrag geregelt, die Zusage, es gibt keine Veränderungen.
was die Sicherheit anbelangt. Wir machen das anders. Wir regeln, wir verhandeln nicht, wir dealen nicht über Sicherheit. Es gibt doch keinen Sicherheitsrabatt, sondern bei uns steht Sicherheit im Gesetz und wir haben jetzt strengere Sicherheitsauflagen, weil sie technisch möglich sind. Wir sind für die Sicherheit zuständig, auch bei der Kernenergie. Die anderen haben die Sicherheit verdient und das werden wir der Bevölkerung sagen. Und darum fasse ich das zusammen. Wir haben ein langfristiges Energiekonzept, 40 Jahre, und das ist gerade für das Energieland und Industrieland Nordrhein-Westfalen entscheidend. Eine langfristige Orientierung, wo wir hinwollen. Klare Pläne, klare Ziele, ehrgeizige Ziele, Maßnahmen, 60 Maßnahmen, das zu erreichen und eine Finanzierung. Und weil das so ist, weil das ein Energiekonzept ist, das so anspruchsvoll ist, wie es das in Deutschland und weltweit übrigens noch nicht gegeben hat und nicht gibt, sage ich hier in aller Deutlichkeit, wir als CDU brauchen von den Aussteigerideologen, Sicherheitsdealern und Verantwortungsflüchtlingen aller Gabriel und Trittin keine Belehrungen. Wir machen Politik konstruktiv und die machen Ideologie und Kampf. Das ist etwas anderes, liebe Freundinnen und Freunde. Und damit bin ich in Nordrhein-Westfalen. Taktik, lavieren, wegducken, das, was ich gerade an einigen Themen festgestellt habe bei Rot und Grün, das hat Frau Kraft und diese Landesregierung zum Regierungsprinzip erhoben. Taktisches Lavieren, mehr findet nicht statt. Wir legen ein ganzes Energiekonzept vor und die sind noch nicht mal in der Lage, über ein einziges Kohlekraftwerk zu entscheiden, ja oder nein. Mit Feigheit kann man NRW nicht regieren, meine Damen und Herren. Da braucht es Mut, da braucht es Führungskraft und die hat die CDU. Ich glaube, dafür müssen wir eben stehen. Politik ist nicht das Erringen von Ämtern und Mandaten, sondern Politik hat eine fundamental moralische Dimension. Sie hat eine dienende Funktion. Wir wollen Wahlen gewinnen, um zu dienen, um etwas zu erreichen, um zu gestalten. Und das muss sichtbar werden. Ich bin davon tief überzeugt. Stelle das auch fest in Diskussionen an Universitäten, zum Beispiel, wo die Studenten en masse zu Hunderten kommen, die Hörsäle voll sind. Sicher nicht Zustimmung von vornherein für CDU-Positionen, schon gar nicht in der Energiepolitik. Aber es wird honoriert und respektiert, wenn wir eintreten für unsere Positionen, wenn wir argumentieren. Wir werden den Respekt dadurch gewinnen, dass wir uns den Themen stellen, seriös und ehrlich Konzepte vorlegen. Lassen wir die anderen machttaktisch lavieren, agieren. Das durchschauen die Bürgerinnen und Bürger. Sie unterschätzen die Bürgerinnen und Bürger. Wir respektieren die Bürger und darum werden wir auch den Respekt der Bürgerinnen und Bürger finden für eine Politik, die sich der Zukunft zuwendet und Verantwortung für Zukunft wahrnimmt. Dafür haben wir eine Wertprägung. Wenn man gestalten will, dann ist es nicht einfaches Herumarbeiten und Machen und Geschäftler, sondern dann ist die Frage, aus welchem Geist, aus welchen Werten handeln wir, wie wollen wir Werte durch Politik verwirklichen, Wertverwirklichung als Politikverständnis. Und da ist es ein zeitloser Wert, eine zeitlose Prägung, die in unserem Namen sich ausdrückt, christlich-demokratische Union. Ich habe für die Diskussion darüber, ob man sich so nennen darf, noch nie Verständnis gehabt. Schon deshalb nicht, weil es der entscheidende Grund war für mich und ich glaube für die meisten, die hier sind, in die CDU einzutreten, weil wir die christlich-demokratische Union sind, meine Damen und Herren. Und ich glaube, dass es kein bisschen altmodisch ist, sondern ich bin davon überzeugt, dass es unser fundamentales Selbstverständnis ist und dass es ein Bedürfnis ist, dass in der Zeit des Auseinandergehens, der zentrifugalen Kräfte, der Globalisierung, so aktuell ist wie lange nicht mehr, dass wir Politik, die wir machen, in den Einzelheiten aus Grundsätzen und Grundwerten ableiten und erklären können. Und darum ist das christliche Menschenbild, die christliche Anthropologie, die Vorstellung, dass in aller Vielfalt alle Menschen in einem gleich sind, in ihrer Würde, weil sie durch Gott vermittelt ist.
Wenn wir das zum Ausgangspunkt, zum sichtbaren Ausgangs- und Ableitungspunkt unserer Politik machen, dann werden wir weit über gläubige Christen hinaus Anerkennung und Respekt finden, weil wir in der Lage sind zu erklären, warum wir Politik machen, wofür wir sie machen. Dass es bei uns Kompromissbereitschaft gibt, aber dass es manche Dinge gibt, die eben nicht zum Kompromiss stehen, wenn es um die Fundamente, etwa um christliche Verantwortung, Vorstellung von Personalität geht. Darum, was heißt christlich? Christliche Politik, christlich-demokratische Politik heißt, dass wir immer den Menschen und dann zuvörderst den Schwachen im Blick haben. Der Starke mag ja durchkommen, der gut Ausgebildete, der bildungsnah Geborene, bildungsaffin sich die Qualifikation durch Begleitung seiner Eltern erwirbt. Das wollen wir alles fördern und entfalten. Aber die Frage, ob es uns ernst ist, ob wir das auch mit Herz machen, das wird sich beim Schwachen festmachen. Christlich-demokratische Politik ist immer eine Politik für den Schwachen. Und ich möchte es auch konkreter machen, besonders schwach und auch in seiner Würde verletzbar ist der Mensch am Anfang und am Ende des Lebens. Und darum wollen wir ihn dort in besonderer Weise schützen, am Anfang und am Ende des Lebens. Wir lieben unsere Kinder und darum wollen wir ihnen, jedem Einzelnen, weil jedes Einzelne Würde hat und eine einzige unverfügbare Person ist, gerecht werden. Und darum können wir nicht oft genug unsere Empörung ausdrücken darüber, dass es SPD und Grünen Ideologen nicht um die Kinder, um die einzelne Person geht, so wie Jürgen Rütt das gesagt hat, sondern um die Entfaltung von Ideologen, die Kinder nach ihrem Bild schaffen wollen. Nein, Gott hat die Kinder nach seinem Bild geschaffen. Sie sind Ebenbild, sie sind einzigartig. Und wir lassen es nicht zu, dass die Hybris von sozialdemokratischen Bildungsideologen glaubt, Kinder gleich machen zu müssen. Wir respektieren sie in ihrer Vielfalt und darum wollen wir ein vielfältiges Schulsystem durchsetzen. Dafür kämpfen wir, meine Damen und Herren. Wenn es sein muss, gehen wir auf die Straße und kämpfen für die Vielfalt, weil es eine Grundsatzfrage ist. Aber genauso diskutieren wir diese Themen. Wir erstarren nicht in Glaubenspositionen, sondern natürlich müssen wir fragen, wie können wir heute Vielfalt realisieren? Wie können wir Vielfalt verwirklichen? Wir sind nicht blind für die Veränderungen der Demografie, der Bevölkerungsentwicklung in manchen ländlichen Gebieten. Und darum müssen wir das, was unsere Grundüberzeugung ist, die Vielfalt beruhend auf der Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen, jedes einzelnen Kindes natürlich in moderne Konzepte überführen und darum wollen wir Vielfalt erhalten, aber wenn es sein muss, muss sie eben auch dadurch gewährleistet und kann sie gewährleistet sein, dass wir Haupt- und Realschule etwa zusammenführen in einer Verbindung, einer Verbundschule, dort wo es bedarfsgerecht ist und von den Eltern gewünscht wird. Wir werden heute, glaube ich, damit beginnen, die schulpolitische Diskussion fortzusetzen, um zu fragen, wie können wir unsere Grundvorstellungen in eine aktuelle Problemlage und Bedürfnislage von Kindern und Eltern überführen. Und die Diskussion muss stattfinden und sie sollte bei dem nächsten Landesparteitag zu einem Konzept und zu einem Ergebnis geführt werden. Heute beginnen mit dem schulpolitischen Antrag. Wir reichen die Perspektive weiter auf unsere Enkelkinder, auf die nächsten Generationen. Und darum verzehren wir nicht die Ressourcen heute, die die nächsten Generationen, unsere Kinder und Enkelkinder zum Leben brauchen. Und darum ist die Beendigung von Überschuldung, die Beendigung der Lebens- und Politikstils, dass wir über unsere Verhältnisse leben, das ist kein fiskalisches Buchhalterprojekt, sondern es ist praktizierte Verantwortung für die nächste Generation. Wir müssen endlich aufhören, damit die finanziellen Ressourcen der nächsten Generation heute schon zu konsumieren. Das ist unverantwortlich. Und darum, auch wenn es mehrere, wenn es Steuereinnahmen gibt, den Satz noch, wenn es jetzt mehr Steuereinnahmen gibt, dann führen sie nicht dazu, dass wir einen Überschuss haben, sondern sie führen dazu, dass wir etwas weniger Schulden machen, als wir aber immer noch machen. Es gibt nichts zu verteilen, solange wir Schulden machen, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen, meine Damen und Herren. Das geht nicht. Ich
Diese Sichtweise lässt sich fortführen zum Ressourcenverbrauch. Wir als Christdemokraten reden nicht nur am Sonntag von der Schöpfung. Ich durfte im Münsteraner Dom dazu was sagen, Herr Prälat, der uns heute Morgen auch die Andacht gehalten hat, sondern es ist für uns Verantwortung als Ebenbild, einen verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung. Und darum ist der Widerspruch, der Konflikt zwischen Wirtschaft und Schöpfung, wird er von uns fundamental nicht akzeptiert. Und er ist auch inzwischen wissenschaftlich und politisch überholt, indem wir Technologien und Innovationen entwickeln, die dazu führen, dass wir die Ressourcen schonen. Durch Effizienz, durch erneuerbare Energien werden wir wirtschaftlich stärker. Durch Schonung und Energie und Ressourceneffizienz tragen wir zur wirtschaftlichen Modernisierung bei. Das ist ein Exportschlager, und den Schutz der Schöpfung integrieren wir in unsere Vorstellung von sozialer Marktwirtschaft, die wir weiter verfolgen wollen. Es ist heute etwas kritisch schon gesagt worden zum Markt und seinen Grenzen. Ja, dem stimme ich zu. Aber ich sage auch, soziale Marktwirtschaft ist Marktwirtschaft. Wir wollen den Markt haben, meine Damen und Herren. Den wollen und brauchen wir. Und ich war als Umweltminister in Bitterfeld. Ich war nicht zu DDR-Zeiten da. Aber ich habe mit denen gesprochen und die Bilder gesehen, wie Bitterfeld, das Chemiedreieck, ausgesehen hat, als der Sozialismus gewütet hat. Heute gleiche ökologische Lebensverhältnisse. Wir haben die Einheit auf dem Gebiet von Gesundheit, von Böden und Luft und der Ökologie erreicht. Eine vollendete Einheit. Aber wir sollten in Erinnerung behalten, dass der Sozialismus die Planwirtschaft nicht nur die Menschen geschunden und verletzt hat, sondern auch die Umwelt verwüstet hat. Und darum ist die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, die in jeder Hinsicht überlegene Wirtschaftsordnung, weil sie eben Wirtschaft in den Dienst stellt. Nicht der Mensch hat der Wirtschaft zu dienen, sondern die Wirtschaft hat dem Menschen zu dienen. Und das ist nicht Karl Marx oder irgendwas Linkes, sondern das ist Wilhelm Röpke, und dem fühlen wir uns immer noch verpflichtet. Wirtschaft ist eingebunden in Verantwortung, in soziale und moralische Verantwortung. Wenn wir das bedacht hätten, wären wir nicht in die Finanzmarktkrise gekommen. Die Verletzung dieser Prinzipien hat uns in dieses Desaster geführt, und die Beachtung wird uns wieder herausführen. Eine letzte Bemerkung, die ich gerne aufnehme. Das ist Europa. Und ich weiß nicht, ob Karl Lamers, dem ich auf Ängste verbunden bin, noch hier ist. Ich habe ihn eben jedenfalls auch gesehen, aber Jürgen Rüttgers hat es auch ausgesprochen, weil es ja um die Identität unserer Partei geht. Und die europäische Integration ist Identität. Aber sie ist nicht nur historische Reminiszenz, sie ist nicht nur Dankbarkeit für Frieden und Wohlstand, sondern sie ist ein Zukunftsprojekt. Und so möchte ich auch, dass die CDU-NRW es versteht. Meine kurze Amtszeit als Bundesumweltminister ist lang genug, dass ich schon international erfahren habe, dass wir unsere Werte, von denen ich gesprochen habe, des Grundgesetzes, des Christentums, unsere Kultur, unsere Identität, aber auch unsere Interessen, wir werden diese Interessen in einer Weltordnung, die im Fluss ist, nicht als Deutschland durchsetzen und verwirklichen. Nicht die Franzosen, nicht die Briten. Sondern wir werden es entweder als Europa tun in europäischer Verbindung, oder wir werden marginalisiert werden. Unsere Interessensvertretung, die Vertretung und Verwirklichung unserer Identität, unserer Kultur, unserer Interessen weltweit, das ist das Zukunftsprojekt Europa. Der Nationalstaat handelt in der Handlungsform der europäischen Integration, und das muss auch immer ein Identitätsmerkmal und Kern der nordrhein-westfälischen CDU sein, weil es zu uns gehört und weil es auch zur Zukunft gehört. Nicht der Nationalstaat allein, sondern in der Verbindung europäischer Nationalstaaten gestalten wir internationale Ordnung, und dafür wollen wir auch einen Beitrag leisten. Auch dafür, Jürgen, hast du immer gestanden, mit der Bereitschaft zur Kontroverse. Bekenntnis ist ja nicht darauf abgelegt, immer nur Zustimmung zu finden, sondern Bekenntnis schafft auch Kontroverse, Diskussion, nochmal das Lebenselixier, das du uns auch erbracht hast. Ich möchte gerne auf diese 12 Jahre jetzt hier nicht angemessen würdigend eingehen, das sprengt den Rahmen. Aber ich möchte doch ein würdigendes Wort hier finden.
Das waren nicht ganz normale 11, 12 Jahre. Das, was du, ich bin 45 Jahre alt, 39 Jahre hat die SPD regiert. Das, was du in deiner Bilanz als Landesvorsitzender hast, ist der Nachweis, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen gewinnen kann. Bis daher haben wir das immer gesagt. Jetzt stimmt es, du hast diesen Beweis geliefert und das ist etwas, was uns stark macht, auch für die Zukunft. Wir können in Nordrhein-Westfalen gewinnen und wir werden wieder gewinnen, meine Damen und Herren, wenn wir das beherzigen, was du uns auch mitgegeben hast. Wir können, es ist nicht das Einzige, aber es ist der erste Landesvorsitzende, der das sagen kann seit 40 Jahren, dass wir gewinnen können. Du hast zweitens gezeigt und wir haben unter deiner Führung gezeigt, dass wir nicht nur gewinnen können, sondern dass wir regieren können. Das wussten wir und jetzt wissen wir es noch besser, nachdem wir diese Regierung sehen, Rot und Grün, die sich der Verantwortung, der du dich gestellt hast in der Haushaltspolitik, in der Schulpolitik, nicht stellt. Und in dem Kontrast, so bitter er ist, müssen wir jetzt auch weiter Kapital ziehen. Es war falsch, es ist falsch und es bleibt eine Verantwortungslosigkeit, dass sich die SPD, ehemals stolze Partei, gerade in Nordrhein-Westfalen, nicht geschämt hat, anstatt eine anständige Landesregierung zu bilden, sich in Abhängigkeit von irrlichternden Altkommunisten zu begeben. Was für eine Regierung für unser Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und der Kontrast, den werden wir hervorheben. Und du hast, Jürgen, unserer Partei etwas gegeben, was eben auch keine Selbstverständlichkeit ist. Eine Identität und du hast Geschlossenheit erreicht. Die alte Krankheit der nordrhein-westfälischen CDU, nicht geschlossen zu sein, sondern sich von außen für Fremdinteressen instrumentalisieren zu lassen. Du hast uns von dieser Krankheit kuriert und wenn ich gewählt werden sollte, ist das auch ein Teil des Erbes, das ich fortführen werde und möchte. Dazu sind wir alle verpflichtet, diese Krankheit nicht mehr entstehen zu lassen, sondern Geschlossenheit ist die erste Bedingung des Erfolges, gerade auch gegen Rot-Grün, liebe Freundinnen und Freunde. Und daran möchte ich auch arbeiten, sehe mich dem verpflichtet. Ich bin dieser Erde so verbunden wie du. Das ist unsere engere Heimat. Du bist hier gewählt worden in Bonn. Vielleicht werde ich heute gewählt werden. Das ist für mich wäre, wenn es so stattfindet, ein wirklich besonderes Ereignis. Das ist nicht irgendetwas. Ich habe, als ich mit meiner Frau hierhin gefahren bin, von zu Hause aus hier rüber gesagt, hier an diesem Pult habe ich meine Jungfernrede im Bundestag gehalten. Ich hatte in der Nacht zuvor Rückenschmerzen. Ich dachte und habe das heldenhaft erklärt, dass ich irgendwas Schweres hatte heben müssen im Haushalt. Aber meine Frau hat gesagt, du hast nichts Schweres gehoben, sondern du bist nervös. Und ich glaube, sie hatte recht mit der Diagnose. Diese Nacht habe ich ganz gut geschlafen. Aber das Ereignis, das hier heute stattfindet, ist viel, viel mehr als eine Jungfernrede. Das ist auch für mich, der ich so wie du nicht nur hier meine Heimat, sondern auch in der CDU meine Heimat habe. Seit 30 Jahren, Schülerunion, Junge Union, Stadtverbandsvorsitzender, CDU. Das ist ein Teil der Person, das ich nicht trennen kann, das wir nicht trennen können. Und das zählt ja auch zu den Situationen, die wir heute erleben. Du hast das auch, wie ich finde, in sehr persönlicher, glaubwürdiger Weise geschildert. Wieder in Bonn, wieder im Rheinland, dieser Erde verbunden, das gehört zur Heimat und Identität dazu. Aber in dieser Erde, da wachsen nicht nur rheinische Pflanzen, sondern wir sind Rheinländer und Westfalen gemeinsam. Ich selber, da war gar kein Hintersinn dabei. Ich weiß nicht, ob Theo Kruse irgendwo, ja, da ist er ja. Ich war in Kirchveischede zu einer Veranstaltung und er hat mir ohne Hintersinn, wie ich ganz sicher weiß, dort einen Apfelbaum geschenkt. Und diesen Apfelbaum habe ich vor meinem Haus eingepflanzt,
ein sauerländischer Apfelbaum, der dort jetzt steht, der mich immer daran erinnert. Wir sind zwar hier im Rheinland, aber wir sind in Nordrhein-Westfalen. Es wäre schön, wenn er im nächsten Jahr auch wenn ich einen Apfel sehen könnte. Wir haben Geduld mit den Westfalen hier im Rheinland, aber ich bin voller Optimismus, dass das gelingen wird. Und Karl-Josef hat mir natürlich nicht einen filigranen Apfelbaum geschenkt, sondern was habe ich von Karl-Josef bekommen? Aus dem Münsterland, Sie wissen es alle, eine Eiche. Und genau die Eiche habe ich auch eingepflanzt. Er wollte mir bestimmt sagen, du Rheinländer, sei nicht zu flexibel, sei wie eine westfälische Eiche, stark, verlässlich, Widerständen trotzend und immer berechenbar und vor allen Dingen langlebig. Und in diesem Sinne nehme ich die Pflanzen und die Bäume, ich habe sie vor meinem Haus eingepflanzt, sie dienen immer der Erinnerung. Sie dienen daran, dass wir gemeinsam... Sie dienen dazu, in jeder Hinsicht klarzumachen, dass wir zusammenhalten, dass wir eine Gemeinschaft sind, eine Wertegemeinschaft, eine politische Gemeinschaft, die Heimat ist, die in der Verantwortung steht, wir als CDU, das gemeinsam zu erringen. Und wir wollen das nicht für uns erringen, sondern wir wollen das für unsere Heimat, für unser Land, für Nordrhein-Westfalen erringen, meine Damen und Herren. Und darin sind wir verbunden und genauso entschlossen. Wir können regieren in Nordrhein-Westfalen, wir wollen regieren wieder in Nordrhein-Westfalen und wir werden schnellstmöglich wieder in diesem Land regieren, weil wir auf diese Weise dem Land dienen wollen, aus christlich-demokratischer Verantwortung. Die anderen können es nicht, das haben sie nach wenigen Monaten gezeigt. Und das ist unsere Verantwortung und unser Antrieb, unserem Land zu dienen, in Zukunftsverantwortung. Davor sind wir nicht zu scheu. Wir stellen uns, wir wollen den Menschen in diesem Land dienen, gemeinsam entschlossen als Christdemokraten in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank, wir sollten uns an die Arbeit machen. Danke sehr.